So da, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu Entweder Oder, und zwar sind wir jetzt bei unserer dritten Folge hier. Das Gameplay, was im Hintergrund abläuft, habe ich von Ibeconic bekommen, oder Ibeco One, oder ich bin furchtbar schrecklich beim Namen aussprechen. Der Link ist in der Beschreibung drinnen, und wir fangen jetzt natürlich wieder erst mit euren Fragen an. So da, also mit das Miraculi hier wieder, der. Hallo. Hallo. Okay, CrisisFan97 fragt, einmal beide Beine gebrochen bekommen oder nur noch ein Bein haben? Ich würde sagen, beide Beine, Ja, weil das heilt ja wieder. das heilt wieder. Mit einem Fuß kann man ja gehen auch nicht mehr, also man kann so komisch springen, aber Außerdem als Nerd macht mir das eh nichts aus. Da kann ich noch länger fokussieren. ja, mit einem Fuß auch, aber Ja. ja, auf jeden Fall beide Beine lieber. Bei Happy Wheels, also du kennst wahrscheinlich die Typen von Happy Wheels nicht, oder? Nee. Wer ist da lieber, der Vater, also der Radfahrer, oder der Segway-Guy, also der auf dem Segway-Ding rumfährt, der das. Der Behinderte. Ja, nee, keine Ahnung, nee, das ist nichts mit Behinderung zu tun. Da steht man Ja. ein Ding mit zwei Rädern oben, weißt schon, wie man. Ja, ich finde, das ist der Behinderte. Kaufhauskopf. Den mag ich aber. Ich finde ihn so krüppelhaft. Ich weiß nicht, ich mag den Fahrradfahrer lieber, weil den nehme ich eigentlich am meisten. Ist mir auch die Steuerung am liebsten. Also vom Zugucken mag ich den Behinderten mehr. Den Sack, Ja. der mit dem blauen, ist blauer Overall. Ja, der mit dem Helm da auf den zwei Oh. Rändern da. Oder auf dem einen Rand. Ich mag den Daddy mehr. Okay, zwei kräftige Dritte in die Eier. Also, warte mal, ich habe die Namen vergessen. Also, Xerius LP hat das vorher gefragt mit Happy Wheels. Und Crankflip fragt, zwei kräftige Dritte in die Eier oder einmal mit dem Hammer voll auf den Schwanz. Auf jeden Fall die Dritte in Boah. die Eier, oder? Ich weiß nicht. Boah. Kräftige Dritte in die Eier sind auch scheiße, aber mit dem Hammer auf den Schwanz, Alter. Ja, okay, mach mal die Augen zu und stell dir vor, Oh, hör auf. stell dir vor, jemand haut mit einem Hammer, weißt, dein Ei liegt auf dem Amboss, haut mit dem Hammer auf dein Ei, du Ja, merkst nicht mit richtig, dem wie Hammer das auf dem Ei Eis, aufplatzt, sondern so. auf dem Schwanz, Alter. Ja, aber das finde ich, würde ich Ja, schlimmer das ist so finden. ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann, ja. Verfick dich doch, Alter. Du machst mir das echt nicht einfach. Hammer auf dem Schwanz. Ich weiß nicht, ob da die Arterien im Schwanz irgendwie platzen und dann kriegt man nie wieder einen hoch oder Ja, ich so. glaube, zwei kräftige Tritte in die Eier, da kann weniger schief gehen, oder? Ich glaube, da kann man auch impotent werden. Ja, aber. Ja, ich glaube, ich würde mir lieber zwei in die Eier treten lassen. Na, ich glaub. Gott. Ich hab doch einen Arsch offen. Okay. Dann geht's hier weiter mit unserer Seite. Falls ihr in der nächsten Folge eure Fragen drin haben wollt, schreibt die einfach unten rein, dann nehmen wir die fürs nächste Mal wieder, wahrscheinlich wieder morgen. Ich lasse die Fragen aus, bei denen ich überhaupt nicht verstehe, was das heißen soll. Achso, die Internetseite ist wieder Rever. Der Link ist in der Beschreibung drin. Welcher Film wäre lieber, dass er dir passiert? Final Destination oder Saw? Oh, ich glaube, Final Destination. Ja, das Ding ist, bei Final Destination, da weißt du dann schon halt lang im Vorhinein, dass dir das oder das passieren wird. Aber im Endeffekt, ich meine, bei Final Destination sind die Leute nie wirklich, oder haben die da mal gelitten? Naja, vielleicht der eine, der da in der Sonnenbank verbrannt ist, aber sonst sind ja eigentlich Was? alle auf einen Schlag irgendwie gestorben. Die sind einfach Ja, gell? glückhaft gestorben. Und bei Saw ist das schon ein bisschen. Weil, ich weiß nicht, sich dann den Fuß abschneiden, damit man den Schlüssel Ein kriegt, bisschen oder Psycho bei Saw, hinters ja. Auge so ein Kack. Das ist, ich find's so schlimm als Final Destination von dem Foltern hier. Deswegen würde ich eher Final Destination nehmen. Also ich sage euch Ja. wieder die Prozentzahlen, wir haben hier 79% Final Destination. Würdest du lieber ein Stück Glas in dein Schwanzloch geschoben bekommen? Oder, na, was heißt denn das? String of Nails. Boah, so eine Kette mit Nägeln in dein Arschloch und dass das dann rausgezogen wird. Die haben doch den Arsch offen, Alter. Boah, beides nicht. Ich glaube lieber ein Arsch, weil mein Schwanz ist mir echt heilig. Ja, schon, aber das ist so eine Kette, wo lauter Nägel oben sind. Die schiebst du in den Arsch und dann reißen es an, Alter. Ja, ich meine, mein Gott, bei Boah! beiden Dingen müsste ich mit dem Katheter dann leben, eine Zeit lang, bis das verheilt ist. Aber mein Schwanz ist mir heilig. Da kommt keiner ran.
Gott. Ich weiß jetzt nicht, Alter. Das ist beides sowas von Scheiße. Boah, Nägel, ich meine, die Nägel machen im Endeffekt viel mehr kaputt. Die gehen ja durch viel mehr Fleisch so durch, weißt du? Aber mein Schwanz ist mir echt heilig, da lasse ich nichts ran. Also Also, nee, das ist das. die schlimmste Frage, die ich jemals gehabt habe, ohne Scheiß. What the fuck, keine Ahnung. Würdest du trotzdem lieber die Nägel in den Arsch nehmen? Ja. Wie gesagt, mein Schwanz ist heilig. Fuck. Ja, wahrscheinlich eher die Nägel, aber das ist erst komplett zum Kotzen, Alter. Absolut. Boah. Ich meine, klar, oh, stell dir mal vor, Glas da rein. Ich glaube, das ist sogar erträglicher als Nägel im Arsch, aber trotzdem, mein Schwanz ist heilig. 59% haben gesagt, Nägel im Arsch, Alter. Fuck, die haben doch den Arsch offen, im wahrsten Sinne des Wortes. Würdest du lieber essen? Einen benutzten Tampon oder einen Liter Durchfall? Oh Gott, das ist ja viel schlimmer, das ist Nee, ja das viel mehr vorige ist Schicksal. viel schlimmer, Alter. Boah, ich glaube. Boah. Ich würde den scheiß benutzten Tampon essen, weil ich möchte hier keinen Liter Durchfall trinken. Also das ist doch. Ja, so ein Tampon ist aber auf Watte, das kann man nicht gut durchkauen. Das muss man quasi Ja, die gleich spült man nach runterschlucken. mit irgendwas, mit Gasolin oder was? Ja, ich glaube auch Tampon, den würde ich direkt runterschlucken, Glas Wasser Fuck. hinweg. Okay, ja, 87% haben gesagt Tampon, Alter. Das ist das kleinere Übel, würde ich sagen. Würdest du lieber essen Wurmspaghetti, also Spaghetti, wo Würmer dabei sind, oder Heuschreckensuppe, wo Heuschrecken drin sind? Ich glaube Heuschreckensuppe, weil Ich ich auch. hab schon gehört, dass Heuschrecken gar nicht so schlecht schmecken Ja, sollen. außerdem, ich weiß nicht, ich finde Insekten nicht so schlimm, aber so Würmer in den Spaghetti drin. Obwohl Würmer in Spaghetti wär ja eigentlich auch nicht so schlimm jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein schönes Kauerlebnis ist. Ja, aber ich meine, die Heuschrecken, da hörst du es dann so knacken, wenn du das isst. Ja, wahrscheinlich kommt das aber auch gut so. Ich habe schon gesehen, die Deswegen. tun die Heuschrecken auch mit Schokolade übergießen und servieren das dann. Wow. Ja, ich würde auch sagen hier. 59% haben wieder gesagt hier. Heuschrecken super. Also ich sehe dann erst die Prozentzahlen, wenn ich dann auf das drücke, was ich mir ausgewählt habe. Meine Fresse, Alter. Okay, nächste. Würdest du es lieber mit deiner Schwester treiben oder von oder Alter, das ist scheiße zum Übersetzen. Oder deine Schwester benutzt Spielzeug bei dir, also so ein Dildo in den Arsch oder was weiß ich was. Okay, ich glaube mal, ich weiß nicht, ich würde meine Schwester bumsen. Ja, Hätte aber ich mehr davon. das andere ist ja nicht so schlimm. Männer kriegt man halt einen Dildo in den Arsch und dann. Ja, aber dann bin ich der Gefickte. Jesus, Maria und Josef. Ja, okay, stimmt schon, ist nicht so schlimm. Ich meine, wenn, keine Ahnung, meine Schwester müsste ja bei mir mit dem Spielzeug, kann sie ja nicht mit dem Dildo ankommen, dann müsste sie mit einer Penispumpe ankommen oder so. Und kann dir ja einen Dildo in den Arsch schieben. Ja, dazu brauche ich meine Schwester prinzipiell nicht. Okay. Ja, ich will trotzdem das Spielzeug nehmen, dann muss ich hier nicht Inzest betreiben. Oh Gott, das nächste ist eine Katastrophe. Möchtest du lieber lebendig gehäutet werden oder dass dir die ganzen Innereien aus dem Mund rausgerissen werden? Also durch den Mund, die ganzen Innereien. Was sagst Boah. Ich glaube, bei gehäutet habe ich noch eine Chance zu überleben. du? Nee, Alter. Bei gehäutet verblutest du einfach nach irgendeiner Zeit. Aber ohne Scheiß, lieber den rein rausgerissen. Ich meine, wie lange dauert das? Die reißen das raus, aber lass dich mal lebendig häuten, Alter. Weißt du, wie lange du da leidest, bis du da stirbst? Ja, stimmt Das schon. ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Ich würde Ja, sagen, okay, innerein. rausgerissen. Also bei der vorigen Frage waren es übrigens, also hier bei Schwester waren es 52% für den Dildo oder was. Und hier bei Häuten sind es 59% für die Innereien. Würdest du lieber essen? Das finde ich jetzt echt eine einfache Frage. Nasses Katzenfutter oder deine eigene Scheiße?
Ja, Katzenfutter. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was ist schon bei Katzenfutter dabei? 88% waren fürs Katzenfutter, also. Ich habe gesehen im Fernsehen, schon ein paar Jahre her, ich glaube, TAF war das, da hat ein Typ das Katzenfutter immer vorher gegessen und geschaut, wie es schmeckt, bevor es seiner Katze gegeben hat. Ja, öfters, ohne Scheiß, das Katzenfutter ist ja, wird ja so richtig überarbeitet, dass man das, das wird ja richtig getestet und so auch, das kann man ohne Probleme essen, da ist nichts drinnen, dass da irgendwas grauselig ist. Bei Ja, eben. Katzenfutter, bei Hundefutter ist was anderes, da ist alle mögliche Scheiße drin, aber. Ja, ich glaube, die nehmen halt so Fleischabfälle, so Gedärme und sowas, was man halt nicht so in die Brust reinmachen würde. Okay, das war's jetzt mal fürs Erste. Unsere Zeit ist wieder vorbei, das Gameplay von No. Ibeko One. War das? sein Link ist in der Beschreibung drin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!